Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sims 4 Disney Legacy Challenge. Das ist unsere Erbin Aurora. Ich habe keine Ahnung, warum es so ruckelt. Warum ruckelt es so? Mach die Wände hoch. Warum geht es? Ich finde es irgendwie komisch. Eigentlich ging es immer in diesem Tab-Modus, dass man dann mit den anderen Hotkeys die Wände hochmachen konnte. Aber das geht jetzt nicht mehr. So. Gucken wir aufs schöne Waschbecken. Jetzt habe ich der echt, wollte ich der wirklich beim Pullern zugucken? Ach. Ja, schön die Hände waschen. Und dann schaust du mal, was du machen kannst. Das ist nämlich Nadja. Und wir gucken mal. Du brauchst doch, glaube ich, auch nur noch 2 Erwachsene. Okay, vergiss Nadja. Räum weiter den Kuchen auf. Warum kommst du nicht ran? Räum das auf. Okay, da kommt sie ran, aber da nicht. Merkwürdig. Jedenfalls habe ich jetzt mit diesem MC Command Center ihn einfach rotzfrech, muss ich dazu sagen, mit Eva verheiratet. Ja, die haben jetzt zumindest den Status Ehegattin und sind Seelenverwandte. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Also ob die das halt dann auch wirklich durchziehen, sage ich jetzt mal. Aber ich lasse mich überraschen. Dann hier hinten wachsen diese vampirischen Dinge. Eisenhut, Sim-Moskito, voll in Plasmaflucht. Flucht. Oh, meine Babbelab. Entschuldigt für das Babbelab. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Ich schau mal, ob er das aufräumen kann. Oder ob er da auch irgendwie nicht hinkommt. Aber er scheint da hinzukommen. Und dann muss ich mal gucken. Nein, er kommt auch nicht hin. Moment. Okay, ich habe die Torte jetzt einfach auf den Fußboden gestellt. Und damit hat sie die aufgeräumt. Und er hat sie da rein gemacht? Okay. Nein, nicht ins Bett bringen. Warte mal, kannst du... Du kannst sie nicht loben, ne? Ah, warum nicht? Musst du sie irgendwie als Pflegekind adoptieren oder so? Geht das? Als Pflegekind adoptieren. Ja. Und dann? Kannst du sie dann dafür loben? Ja. Yeah. Zu aktuellem Verhalten ermutigen, zu spüren ermutigen. Die soll nämlich ein manierliches Mädchen werden. So, danke dafür. Und dann kann sie gleich nochmal den Tisch decken. Und Prinz Erik hat Level 3 der Töpfchenfertigkeit erreicht. Yay. Ups. Das war krass. Also, er hat gerade so Level 3 erreicht und dann ist er älter geworden. Okay. Mental, kreativ, aber er hat das noch geschafft. Er hat gerade so diesen Bonus noch bekommen. Er ist ein Geek und zufällig ermitteln von 1 bis 4 eine 2. Prinz Erik ist mental und ein Geek. Wow. Irgendwie, warum passt das so gut? Warum... Und er sieht schon mal nicht so schlecht aus, aber weißt du was, Prinz Erik? Ja, wir müssen dem jetzt ja ein Bett hinstellen. Damit habe ich, irgendwie habe ich damit gar nicht gerechnet, dass wir das machen müssen. Das ist jetzt so ein bisschen, hups. Du erziehst sie bitte weiter zu aktuellem Verhalten ermutigen. Und dann darf sie, das kann sie nicht wegräumen. Das musst du aufräumen. Und ja, mal schauen. Da fehlt halt Erwachsener. Irgendeiner hat jetzt gezählt. Wahrscheinlich Matthias, Betreuer, Kindheitsfreunde, Freund. Ich weiß nicht wer. Aber wie wäre es denn, wenn du dich noch mit Lady Mary anfreundest? Wo ist die? Ist die auch noch hier? Verspielte SMS. Plaudern. SMS. Da kommt dann wahrscheinlich, dass sie gerade schläft. Und ich weiß nicht, ob das dann negativ wird. Früher war das mal so. Schickst du die jetzt? Oh. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung, wir wollten dich nicht stören. Dann wecken wir halt Eva. Eigentlich ist Messias jetzt so... Gut wie fertig. Er ist ein Vampir. Er ist jetzt kein Obervampir geworden. Aber ich glaube, er hat seine andere Bestreben erfüllt. Was war denn das gleich nochmal?
das andere beschrieben, was er erfüllt hat. Weiß das jemand noch? Ort, Liebe, was war denn das andere, was er hatte? Beliebtheit? Hier, musikalisches Genie, da, genau, das hatte er geschafft. Ups. Und jetzt will er gerne ein Meistervampir werden. Das kann er dann alles für sich machen. Das Einzige, was ich finde, was noch fehlt, ist hier Orgelspielen. Ich habe festgestellt, Orgelspielen ist mit so nervig, weil man das irgendwie gar nicht mit irgendwas pushen kann. Außer man kann es hier irgendwie pushen. Sieht man das irgendwo? Unwiderstehlicher Schlaf. Wo könnte das sein? Bei Fledermausgestalt, Kind des Mondes. Seine Kräfte besser einsetzen, schneller Fertigkeiten erlernen. Hier wäre schneller Fertigkeiten erlernen. Mhm. Und er ist nur viel schneller unterwegs. Okay. Lord Matthias ist cool und ruhig, gereizte Nerven, Fleischschluss. Darunter mögen andere Vampire leiden, aber ihm ist alles völlig fremd. Okay. Mesmerisieren. Also ich glaube, das hier macht einfach nur schnellere Fertigkeitspunkte. Aber ich weiß nicht, müssen wir dazu das erst geskillt haben? Oder reicht es, wenn wir dann irgendwie Obervampir sind? Durch weitere Studien, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lasse ich ihn jetzt weiter da Orgel lernen, bis er das auf Max hat. Und ich werde wahrscheinlich nie wieder dann in dieser Legacy irgendjemanden Orgel lernen lassen. Es ist dann so Fertigkeit abgehakt. Lass mich damit in Ruhe. Und kannst du bitte mit Eva plaudern? Einfach so, weil du brauchst ja noch einen anderen Erwachsenen als Freund. Und die Eltern zählen halt einfach irgendwie nicht. Deswegen zählten bei Lord Messias hier Ash und der andere. Das sind ja nur die Zieheltern bei Sims. Das ist ja quasi gar nicht. Das sind ja quasi gar nicht die richtigen Eltern. Sie ist düster. Wow! Das habe ich nicht eingestellt. Sie passt so toll. Eva passt so toll zu Messias. Sie ist auch düster. Das war ihre Nichte, ne? Also von ihr die Nichte. Aurora ist Musikliebhaberin. Ja. Ihr schafft das schon. Immer schön quatschen mit Eva. Aurora hat Level irgendwas der Kreativität erreicht? Warum hast du bitte Level irgendwas der Kreativität erreicht? Okay. Ich habe das jetzt halt die Verbindung gecheatet, aber es ist keine Hauptverbindung von der Hauptreihe, es ist eine Nebenreihe und ich muss euch sagen, ich finde halt die beiden so schön. Also sowohl Eva als auch Lady Catherine, dass ich die, wie gesagt, ich will die nicht loswerden aus meinem Spiel. Oh, Level 8, der Orgelfertigkeit erreicht. Genau, es fehlt halt echt nur noch Orgelfertigkeit bei ihm. Popkultur beziehen, rumblödeln. Warum macht sie ihn hier nicht weiter? Oh, irgendwas war nicht so toll. Aber macht einfach weiter. Redet miteinander. Ich muss mal gucken, ist sie jetzt auch noch eine Cousine? Stimmt, sie ist ja das Kind von unserem lieben Erstgeborenen. Von Karl Ludwig, genau. Ich mag sie so. Ich mag Eva so. Ja. Wer sie nicht mag, ist mir egal. Ich mag sie einfach. Auch mit ihrem Hut und so, ja. Sie passt so gut. Über die Existenz von Vampiren kann ich mit ihr diskutieren. Ohne zu wissen, dass mein eigener Cousin, der mit mir in einem Haus wohnt, einer ist. Das ist schon sehr merkwürdig. Liebevoll umarmen. Mach mal immer schön weiter.
Dann hat sie das nämlich erfüllt, weil ich glaube, sie zählt als Erwachsene, obwohl sie ein Teenager ist. Der Geburtstag von Ash naht. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wann von Aurora die beginnt. Entweder wenn sie ein Teenie ist oder wenn sie ein Kind ist. Ich glaube, wenn sie ein Teenie ist. Oh mein Gott. Jetzt seid ihr doch Freunde, oder? Freundin. Warum zählt es nicht? Warum zählt es nicht? Dieses Bestreben. Das macht mich noch ganz fertig. So, du kannst einfach mal damit schlafen. In dem Bett. Er spielt Orgel. Und er redet mit seiner Mutti. Oh. Ihn habe ich übrigens auch nicht verheiratet, aber Seelenverwandte. Also ich habe ihn so eingestellt, dass die sich lieben. Ash, ich bin schockiert. Unsere Ash wird jünger. Wird älter. Angst. Sie kann doch nicht schon altern. Wird sie eigentlich schon sehr alt? Ich glaube, sie wird schon eine ganz alte, ne? Sie wird schon ein Senior. Unsere Ash wird ein Senior. Und wir können das nicht aufhalten durch irgendeine Schwangerschaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was soll ich tun? Ich habe gerade mega mäßig viel Angst und er spielt immer noch Orgel. Mach das mal, damit das dann irgendwann für die Challenge zählt oder halt mal jetzt Winterschlaf. Die beste Void-Kreatur, irgendeine natürlich. Und du kannst auf Arbeit gehen. Du hast ja irgendwie einen neuen Job, das haben wir ein bisschen blöd gewählt, den neuen Job. Vielleicht müssen wir nochmal einen anderen wählen, das haben wir echt ein bisschen dämlich gemacht, weil wir waren ja Mixerin. Und du solltest ja noch 3 Getränke bei einem gesellschaftlichen Ereignis mixen. Und du, wo haben die eigentlich diese Tonklumpen immer her? Ich nehme die denen immer wieder weg. Und die machen das tatsächlich. Holen die sich immer wieder diesen Tonklumpen. Und ja, machen das. Kann er heute mal Urlaub nehmen? Durchbrüche eigentlich. Wissenschaft 6. Weiß nicht. Kann er für eine... kann er da schon mal anfangen, das zu installieren? Und kann er irgendwie Urlaub nehmen oder so? Wenn, dann allein losschicken. Aber ich hätte gern, dass er irgendwie bezahlten Urlaub nimmt. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Urlaub nehmen. Aber wenn ich einen Urlaub nehme, lade ich irgendjemanden zum Urlaub ein. Aber ich will ja einfach nur zu Hause bleiben. Hier, Urlaubstag nehmen. Ah, ich hab doch einen, oder? Ja. Hat einen Tag Urlaub genommen, danke. Und damit bastelt er weiter. Keine Kinder, deine Stipendien. Ja, setz das mal fort. Und wenn du dann halb vor Hunger krepierst, dann kannst du irgendwas kochen, was hoffentlich eine ausgezeichnete Qualität hat. Dann kommst du nämlich auch woanders weiter. Er schläft im Sarg. Elizabeth, danke dafür. Fleißig lernen, fleißig lernen. Und er musste noch nicht zur Schule. Hat Hausaufgaben nicht begonnen. 3 Schachspiele spielen. Ich probiere es nochmal. Ich weiß immer nicht, wie man diese, ich sag mal, Aspiration hinbekommt. Diesen Senkrechtstarter. Ich weiß jetzt, wie man Kreativität hinbekommt und sozial. Das ist keine Generation. Lass einen Sim den höchsten Level in der Raumfahrttechnik erreichen. Er ist jetzt Raketenwissenschaftler. Yay! Richtig gut. Hast du da irgendein Dings bekommen? Irgendeine Sache? Nein, nur geschickt. Okay. Ja. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Ist er krank? Verstopfte Nase. Schmorrende Hitze. Ups.
Dann bestell dir mal Sachen. Medizin. Wir können ihn doch so nicht lassen. Armer Markus. Oh. Er guckt auch schon ganz traurig. Es sieht sehr komisch aus. Es ist das Dämlichste auch, dass dieses Dach da so offen ist. Wir könnten hier durch die Fensterluke gucken. Das macht es vielleicht interessanter. Er hat Durst. Die Plasmafrüchte sind leider noch nicht da. Ja. Du kochst hoffentlich ganz gut. Und nachdem du fertig bist mit Kochen, nimmst du kurz deine Medizin. Wo ist sie denn? Da. Medizin nehmen. Dann gehst du aufs Klo und dann isst du was. Vor allem das Schlimme ist, er hatte Geburtstag und wir haben trotzdem die ganze Zeit hier. Was jetzt? Warum isst du auf Fußboden? Warum? Warum isst du auf dem Fußboden? Markus! Das ist nicht richtig. So, Medizin nehmen. Prinz Theodor, Klassenkameraden Max zu sich einladen. Ach, mach doch. Ist mir doch egal. Schulprojekt, Schulprojekt. Zwei. Markus hat die Medizin genommen und die Erkältung besiegt. Na, das ist doch schön. Dann hat er hier das auch ein Gourmet-Menü zubereiten bei einem Gala-Abendessen Silber verdient. Ich frage mich gerade, ist es das, was wir jetzt machen müssen? Müssen wir ein Gala-Abendessen geben? Warum kann ich bei ihm Romantik machen? Warum kann ich bei... was hat er denn an? Warum kann ich denn bei ihm jetzt bitte Romantik machen? Und warum darf ich das bei der anderen nicht? Bei der, die so süß ist und die eigentlich unsere Frau werden soll. Seit ich sie so süß finde und seit ich sie das erste Mal sah. Das ist mir komplett unverständlich so. Du guckst mal kurz hier. Ausräumen und Wäsche bringen. Sauber, klatschnass, genau. Einer muss sich ja hier um die Wäsche kümmern. Du kannst eh nicht rausgehen. So. Zack, komm. Du darfst duschen gehen. Und ich weiß nicht, wo Eva ist. Unsere Zapfsäule sozusagen. Die wir halt dafür brauchen, dass wir schön immer unseren Trunk haben. Du räumst das mal auf. Das kann nämlich leider Aurora nicht aufräumen. Ja. Und wir haben kein Kleinkind mehr. Das bedeutet, wir können jetzt immer alles in den Kühlschrank räumen, was es gibt. Warum in Büchern blättern? Ist das nicht die Enzyklopädie Vampirica? Ach so, du blätterst in meisterhafte Kräuterkunde Band 3. Als ob du das verstehen würdest. Ah, er spielt immer noch Schach. Drei Schachspiele spielen. Mit einem Erwachsenen lesen. Ja. Du hast Durst. Es wird auch bald wieder Nacht. Aber du kannst mal Lilith. Nein. Aaron war Tore. Okay, interessant. Du kannst mal Eva einladen. Die Interaktion ist wegen des Brands. Wegen des Brandes? Wer brennt? Wer brennt? Nein, geh rein. Wo ist das Feuer? Hier hingehen. Ja, Markus, geht alle weg. Oh mein Gott, hier. Rettungsteam Markus und die Feuerwehrfrau. Wow. Es musste ja so kommen. Irgendwann musste es so kommen. Oh mein Gott, sie sind alle so schlecht gelaunt. Gehst du bitte einfach wieder nach drinnen, da wo es nämlich nicht brennt? Und warum ist dein Herz gebrochen? Und was ist das jetzt für ein Geräusch?
Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Was ist das für ein Geräusch? Merkwürdige Geräusche. Und jetzt lad Eva bitte ein. Müssen wir die Party starten? Nee, die Versammlung ist da. Ist dabei. Ist sowieso dabei, die ganze Zeit abgehalten zu werden. Wer, hast du Hunger? Nee. Ein bisschen helfen mal hier mal schon nach. Ist das mal? Er hat wahrscheinlich wieder irgendwelchen Blödsinn gemacht. Du kannst mal stattdessen das weitermachen. Und dann fliegst du noch mit deiner Ash ins All. Sie ist total angespannt. Braucht dringend Urlaub. Braucht Vergnügen. Feuer gelöscht. Und dreckig ist sie auch. Oh, war ja. Warum gehst du nicht duschen? Warum gehst du nicht duschen? 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 Da rein. Danke. Dann bist du schon mal sauber. Und dann nimmst du dir die Reste. Und wenn er damit fertig ist, fliegt ihr ins All. Oh, er denkt schon an Außerirdische. Ich glaube, in der nächsten Folge ist es soweit. Da können wir dann ins All fliegen. Lavendelschaumbad. Sei mal nicht so. Feuer ist ja gelöscht. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Wer hat die Heizung angelassen? Wo ist denn hier der... Ich habe doch so ein Temperaturding. Ist hier irgendwie die Heizung an? Ist das das Problem? Kühler. Es ist warm draußen. Wenn du das Thermostat auf Kälte einstellst, gibst du mehr Geld aus. Wärmer. Thermostat aus. Was ist das denn? Warum kommen die denn nach drin? Warum kamen die denn jetzt nach drin? Oh mein Gott. Erlaubnis, Fragen anzuzapfen. Wir brauchen dringend was zu trinken. Und Eva sieht wahnsinnig gut aus. Oh. Die sieht in allen Outfits gut aus. Und wir können aber immer noch keine coolen... Wie sagt man? Keine coolen romantischen Sachen mit ihr machen, obwohl sie unsere Ehefrau ist. Vielleicht muss sie einfach noch zum jungen Erwachsenen werden. Ah ja, das... Alles so kompliziert. Also, nächste Folge sollte diese Rakete dann fertig sein. Dann können wir ein Gala-Essen zu dem Ehren der fertigen Rakete machen. Bei dem Gala-Abendessen macht Ash 3 Gerichte. Warum kannst du jetzt hier nicht mehr... Oh! Die Rakete ist fertig. Da machen wir zur Feier der Rakete ein Gala-Abendessen. Moment. Kannst du bitte ein Techtelmechtel mit Ash machen? Hier, dein Mann. Dein Mann will dich. Dein Mann will dich. Geh zu deinem Mann. Geh. Geh. Und da machen wir in der nächsten Folge zur Feier der fertigen Rakete ein Gala-Abendessen und fliegen danach ins All. Yay. Und er sollte eigentlich immer nur noch Orgel hochüben. Und danach kann er mit Eva ausziehen. Nochmals. Yay. Was sind das denn hier für Blumen? Aber in Ordnung. Dann wünsche ich euch noch was. Und danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und bye bye.